Ist die jetzt schwanger? Nee, aber wo ist denn Joe? Ah, da ist er. Guck mal, der kleine Joe. Lol, er hat aber schon dichtes Haar. Der sieht aus wie Freddie Mercury. Ja, lol. Freddie Mercury. Oh Mann, da ist er. Er ist mit einem Schwert in der Hand geboren worden. Nice, Mann. Bauen wir den Stamm auf. Kann man sogar ein Pferd zum Rausreiten. Wäre ja auch mal interessant. So, was ist mit dir los? Ist ziemlich komisch da. Echo, du solltest mir nicht folgen, das ist einfach folgen. Z. Da haben wir wieder 150er rausgezogen, ey. Eine Hütte da stehen gehabt. Und ja, während ich sie leben gelassen habe. Oh, ein Direwolf-Baby. Während ich sie leben gelassen habe, sind Jochi und Sari sind auf Tour gezogen, um Bases aufzuknacken. Hier oben sind gar keine Bären. Okay, müssen wir auch nochmal nachfüllen. Gut, Dünger ist da. Die Pflanzen sind auch da. Die ballern schon mal ein bisschen. Brauchen wir auf jeden Fall noch mehr davon. Aber erstmal die Base fertig bauen soweit. Also, dass man hier auch mal, dass ich weiß, wo ich die hinmache. Ah, komm, geh weg. So, da gucken wir mal, ob wir alles gebaut kriegen. Ob wir alles tragen können? Jawohl, tragen können wir alles. Tor. Und nochmal Tor. So, das sieht das schon mal gut aus. Hier oben. Und ich weiß auch nicht, ob ich das Ganze vielleicht auch noch irgendwie mit Dächern hier umrande, dass man ein bisschen Schutz hat, dass wir nur so eine Lücke reinlassen, für reinzufliegen oder so. Eventuell. Ups. Ja, schießen die Metallwand mit der Armbrust. Das ist immer gut. Wenn wir gerade mal gucken, wie viel Damage das gemacht hat, wenn ich meine eigene Walls überhaupt kaputt machen kann. Ich glaube nicht. Nee. Die Tore sollten nicht automatisch aufgehen. Disable Auto Closing, Disable Auto Opening. Doch, Auto-Closing kann man eigentlich anlassen, nur Auto-Opening nicht. So, jetzt müsste Auto automatisch zugehen, ja. Disable Auto-Opening. Möchte ich nicht. Weil ich nämlich dann das Problem habe, dass ich wahrscheinlich hier rauslaufen werde irgendwann. Ja, hier brauchen wir nicht mehr Wände drum zu bauen. Weil das soll ja geschossen werden. Okay. Gut, dann sind wir soweit durch. Das geht auch automatisch zu, ne? Ja. Nice. Hier oben schon auf jeden Fall eine schöne Base stehen. Schöne kleine Base. Na, da haben wir noch Steine, die holen wir auch nochmal mit. Das stecken wir, ob es jetzt geht oder nicht, stecken wir trotzdem in den Kühlschrank. Das brauche ich nämlich jetzt gerade nicht. Ah, habe ich auch sowieso schon gemacht. Ist hier noch genug Zündpulver drin? Ja, wohl ist es. Gut. Haben wir hier. Ordentlich Zündpulver herstellen. Noch mal ein bisschen Munition her. Ja, Munition herstellen. Dann machen wir hier schon mal in die Dings hier das rein. Dann machen wir einfach mal ordentlich Muni. Ich könnte mir auch noch mal irgendwann eine zweite Waffe bauen. Das wäre auch zur Sicherheit. Wäre das okay. So, machen wir jetzt einfach mal volles Programm. Lassen das einfach mal durch. Das, was wir hier haben. Fertig. Lassen wir einfach mal durchraddern. Und da können wir auch hier noch mal ein paar Steine rausholen. Das sind noch, ja, komm, noch ein paar raus. Hier noch mal, Zündpulver fehlt, Zündstein sogar. Ja, können wir noch mal ein bisschen Zündpulver herstellen. Wir auch noch Pistolenmuni machen können. Also mit Pistolen, mit Muni sind wir schon ganz gut. Ich würde jetzt aber auch noch mal gerne was lernen. Und zwar eine Kanone und gucken, was wir dafür brauchen. Warte mal, ist das die richtige Kanone? Es gibt doch diese CTF-Kanone oder so. CFT. Ne, CFK. CKF. Lol. Fuck, ey. Alles durchprobiert und dann hat's geklappt, ne? Gibt's hier noch eine Patrone? Es gibt noch die Abelist und dann gibt's ja auch noch die Royale. Keep Doorframe. Large Storage bauen wir auch mal noch. Ist mal egal.
Nighthelm. Ich glaube, der vielleicht auch stärker ist, muss man eben auch mal noch ausprobieren irgendwann. Hier haben wir noch die Keep Large Hedge Frame. Also das könnte man dann oben drauf bauen. So, Royal Arbalest will ich auf jeden Fall haben. Mal lernen wir alles mal hier. Vielleicht können wir da mal was ausprobieren. Und hier haben wir zum Beispiel schon mal ein Ammo Storage für ein Katapult. Na, das wäre schon mal was, was wir brauchen könnten, um Steingolem zum Beispiel zu zähmen. Trebuchet gibt es auch noch. Lernen wir auch mal. Werden wir uns sicherlich auch bauen. Hitze auch. Achso, das hier ist die Munition, ne? Bucket Shot und Boulder. Was ist das? Oh. Für die Türen einzurammen. Crude Explosive Device for use against structures. Place on an enemy structure, hit with a torch to light and then run. Fuse will burn for between 25 Sekunden bevor ich. Aha, okay. Okay, dafür brauchen wir Zement, Schießpulver, Metallbahn. Okay, davon werden wir uns ein paar Sachen bauen. Nice. Gut. Kanone. Da lernen wir die Kanone doch noch. Wir brauchen also auch auf jeden Fall noch Zement. So. Ich weiß nicht, ob es eine Cannon gibt noch, eine andere. Können wir einfach mal eingeben, Cannon. Nee. Hallo? Was haben wir hier noch? Nichts. Nichts Brauchbares. Okay. Wo ist denn das Baby? Ja, wie groß bist du? Oh, schon 48%. Sieht super aus. Kommt locker durch. Hat auch gar keine Kartoffel gegessen. Ich stecke es mal in den Kühlschrank jetzt noch. Wir müssen auch noch mal ein bisschen Dünger rankarren. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal auf die Eisscholle fliegen. Und da ein bisschen fliegen lassen. Ne? Achso, ich habe noch Wände. Die könnte man eventuell unten vielleicht noch irgendwie verbauen. Ich lasse sie jetzt einfach mal noch hier drin liegen. Gut. Das ist schon mal geklärt. So, jetzt habe ich jetzt alles weggeräumt, was ich wegräumen wollte. Auch aus dem Vogel. Ja, eigentlich schon. Hier gehen wir jetzt gerade am Arsch vorbei. Der Vogel ist ja auch egal. Den hole ich nämlich nicht mit. Hier oben müssten wir noch was draufstellen. Nicht, dass man hier oben landen kann und uns angreifen kann. Noch geschützt gegenüber den Pflanzen. Das wäre jetzt nicht so geil. Oder wir müssen eben wirklich noch mit Sailings oben zubauen. Und dann trotzdem oben drauf die Pflanzen. Wie gesagt, wir brauchen noch Dünger. Und einiges mehr. Boah, jetzt haben wir noch knapp eineinhalb Stunden. Ja, gehen auf jeden Fall mit dem Frosch los. Das sollte den meisten Gefahren entkommen können. Und vielleicht können wir auch noch was zähmen. Wir haben ja ein paar Pfeile. Zähmpfeile. Und vielleicht kriegen wir auch sogar noch ein bisschen Zement mit. Wenn wir es überhaupt mit, wenn der Frosch das Ganze überleben wird, überhaupt. Das ist mal noch nicht so. Oh, Polovia. Du bist eine Drecksau. Wäre auch nicht schlecht. Können wir vergraben bei uns in der Base. Level 15er UT. Geh weg, du dummes Schwein. Rochen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh. Das hier könnte man mitholen. Dreckiger Frosch, du. Nicht Frosch. Alter, geh weg jetzt. Wenn er alleine ist, macht er so gut wie keinen Schaden, ne? Hey, geh weg. Arschloch. Hm, hast du mal gerade Pech gehabt, dass ich mit dem falschen Frosch angelegt, mein Freund. Bin ja echt der Bola-Boss. Bola-Boss-Frosch. Oh, jetzt lass mich hier mein Ding weiter kaputt machen. Silizium, Chitin, schwarze Perlen, okay. Chitin ist auch gut. Können wir nämlich auch wieder Zement craften. Sollten wir dann nämlich dann auch machen. Ein bisschen. Ist schon wieder Duty. Mal gucken, was das für ein Level ist. Ich hätte zwar jetzt gerade nicht so richtig Lust, den Duty zu zählen. Oh, 135er, stark blutend, ey. Das ist schade.
sei denn, wir kriegen den irgendwie gepult. Ach, Schwein, Mann! Schwein hat auch noch sau viel Life. Weil sie es auch immer wieder hochhält. Das blutet noch nicht mal. Ich glaube, wir kriegen es so betäubt. Oh, es blutet leicht. 90er Schwein, das wäre vielleicht gut für den Frosch zu leveln nochmal. Und das schaffst du, Frosch? Es läuft weg. Es ist betäubt. Glaube ich. Gleich. Oder es hat sich für ein anderes Ziel einfach nur entschieden, das sich nicht wehrt. Hey, hier geblieben. Alter. Bleibst du hier? Doofe Sau. Was ist denn, wenn ich im Tyrannus sein Gefolge hier teile? Kann ich ihn dann pullen? Ja, muss auch irgendwas treffen. Ich habe jetzt eben nur die Armbrust auch dabei. Und Zaubersprüche. Oh. Wen habe ich denn jetzt getroffen? War das den Yuti oder? Ja. Oh oh. Ja, scheiße. Der Frosch wird also auch gefiert, okay. Lauf nicht im Kreis, nicht gegen den Baum, Mann. Oh je. Yeah. Das ist so nervig. Das Gefiere. Komm, geh um die Ecke. Ach, ja, bleib am Schwein hängen, Mann. Dumme. Komm, lauf jetzt wieder. Ja, den kriegst du so ja niemals, den Duty, ey. Da ist viel zu viel los. Und das ist viel zu weit weg, wo wir den hinpullen müssten. Fern die Falle. Oh, 130, ja. Der hat schon nicht mehr so viel Gefolge bei sich. Ich den Frosch in die Falle reinstellen würde. Wird es gehen? Ich glaube es eher nicht. Oh, da ist viel zu viel los, ey. Das ist auch noch weit weg, ne? Vielleicht sollten wir ihn so versuchen zu bekommen. Das sind Kanus. Das Schwein hat mich auch auf dem Kicker. Lol. Größenwahnsinnig. Größenwahnsinn lässt grüßen. Ich müsste eigentlich die Kanus wegmachen. Warte mal, ich versuche die mal irgendwo hier hin zu pullen, wo ich sie vielleicht besser killen kann. Na, jetzt gehen sie wieder weg. Scheiß Viecher. Vielleicht mal kurz hier. Ich riskiere jetzt mal was. Und Harvest hat's gekostet. Kanus nicht.
Boah, das ist ein 140er, ey. Dreckiger 140er, ja. Boah, jetzt legt der Juti sich auch noch mit Schweinen an, Mann. Nein! Legt er sich nicht. Komm. Ja, war klar. Ich hasse es. Jetzt läuft er wieder komplett in die falsche Richtung. Weil das ist so ewig lang. Deswegen pullt man den Juti in eine Falle. Oh Gott. Hör mal auf jetzt. Habe ich mal die Dinos um ihn rum weggemacht. Da legt er sich auch noch mit den Schweinen an. Das ist halt so ein typisch Juti. So ein richtiger Kackvogel ist das. Komm her. Ja, okay. Oder noch eben nicht. Komm her. Ah, ey, ich muss ihn versuchen, hier zu betäuben. Er ist zu aggro auf andere. Aber ich hätte den gerne. Das war übrigens nicht mein Ziel, ne, als ich angefangen habe. Oh, oh. Ey, was machst du? Bist du blöd? Ja, danke. Hey. Hey, es leckt wie ein Sau. Hey! Ja, ja. Die macht schon echt Terror. Ich hab meine... Warum habe ich mein Kleider nicht an? Lol. Muss ihn in die Falle locken. Wo ist mein Kleider, Leute? Solange die Rüstung noch nicht kaputt ist. Ja gut, da hinten sind 8 Millionen Wölfe. Da haben wir wieder das gleiche Problem. Aber ich kann ihn versuchen, in die Falle zu locken. Und dann mich um den Scheiß zu kümmern. Dann kommt er wenigstens mal nicht weg. Komm rein, komm rein. Ja! Erstmal tödliche Pfeile holen und die Wölfe kaputt machen. Ich würde auch gerne meinen Frosch retten, aber... Kill den scheiß Wolf, Mann. Bevor er meinen Direwolf hier tötet. So, jetzt machen wir den hier auch nochmal eine Freude. Naja, das war der falsche Zauber. Dass wir hier alle auf einen Schlag wegkriegen, am besten. Da hat's gerappelt. Ja. Noch mehr Mammuts. Okay. Easy Spitzhacke. Der Frosch ist mir eigentlich sogar jetzt relativ egal. Das war schlecht geschossen. Hör auf, dich zu heilen, du Arsch. Geier. So, nice. Judy backt doch noch fest, oder? So, holen wir hier auch nochmal rohes Filet. Dann haben wir zumindest mal rohes Filet. Noch lebt mein Frosch anscheinend. Ich muss ihn nur nachher nochmal finden. Elefanten geben auch rohes Filet, falls wir noch nicht genug haben. Aber ich glaube, das reicht schon, um den zu zähmen. Ja. Mal richtige Muni. Ich hoffe, es reicht von der Muni her. 38 Schuss, das sollte eigentlich reichen. Ja, das war zu nah dran. Das wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Juti. Ein weißer. Ja, ich weiß, das Holz kannst du kaputt machen. Lass das bitte. Oh, nicht gezählt, der Schuss. Komm schon. Ich hoffe, er...
Hör auf, das Holz kaputt zu machen. Die Falle wollte ich eigentlich nochmal vielleicht nutzen für ein Megatherium. Oder noch einen anderen Duty. Also bitte, hör auf damit. Du blödes Schwein. Er läuft weg, oder? Nee. Er hat sich nur umentschieden, wo er hin möchte. Das könnte ein bisschen dauern. Ich hoffe, das reicht. Von meiner Muni her, ne? Sonst würde ich kotzen, dass ich eben alles weggelegt habe. Drei, vier, fünf. Der ist immer noch sehr aggro. Naja, ich dachte schon, er läuft weg. Ich glaube aber, er läuft auch weg. Es ist halt nur, ja, er läuft weg. Komm, muss jetzt jeden Moment einschlafen. Er blutet ja auch schon stark. Oder fängt an zu bluten. Komm jetzt. Das muss ich wieder mit der Faust machen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja! Nice, Mann. Och, wie der fällt, ey. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß nicht, ob man den Duty betäubt halten muss. Ich glaube aber eher nicht. Aber bei dieser Geschwindigkeit. So, gehen wir schnell den Frosch holen. Ich hoffe, jetzt greift ihn niemand an in der Zeit. Nicht so wie die anderen Tiere. Gehen wir mal gucken, ob ich den Frosch finde. Wahnsinn, noch ein Betäubungspfeil über, ey. Geht da weg, ihr Schweine. Sieht meine Schweinerüstung aus. Ja gut, direkt neben der... Ja, die hat fast nichts abbekommen, obwohl uns der Juti hier durchgeprügelt hat. Oh, Puma. Also, Säbelzahntiger. Wie lange ist denn eigentlich noch? Ja, noch eine Stunde und 15 Minuten. Also könnten wir unsere Pläne noch schaffen. Also den verrückten Plan, den ich noch habe. Weil das hier war der ja nicht. Das hier war eigentlich nur das, was ich die ganze Zeit wollte schon mal. Wo ist denn der Frosch? Da unten steht er. Yay, yeah, nice, Mann. Hast dich gut versteckt. Schön, dass wir den da gelassen haben. Da ist er noch fast komplett fit. Yeah, Baby. Hier kriegst du noch mal ein bisschen Fleisch. Ich nehme mal die Perlen, falls dir doch was passiert. Und das da, das kann ich auch gebrauchen. Der ist auch schon fast voll. Wir müssen... Oh, Pullover, ja. Ja, hätte ich jetzt noch Zähmzeug, würde ich den auch gerade holen. Aber habe kein Zähmzeug mehr. Weil der ist nämlich nicht schlecht. Den kann man nämlich in der Erde vergraben lassen und der kann einen Spieler von den Viechern reißen. Was natürlich äußerst tödlich ist, wenn du bei einem fremden Spieler in der Base oder so runtergezogen wirst von deinem Dino. Dann bist du so gut wie tot. Boah, Schweine, ey. Was ist denn das jetzt hier, hallo? Für eine beschissene Action. Ich locke diesmal, gehe ich kein Risiko ein. Oh, Wölfe. Aber nur ein 20er, okay. Dieses Mal lasse ich sie gar nicht bis dort hinten hinkommen. Machen ja auch gar keinen Damage. Aber ich will trotzdem nicht, dass meine Rüstung komplett kaputt geht von den Scheißviechern hier. Alter, was ist denn los mit denen? Du kannst jetzt ab, du blöde Sau. Ey. Oh Mann, was ist denn los? Der läuft so, das halt wäre zu leicht. Das sind 145er oder was? Nee.
Ja, 45er, oder? Oh, D-Sync, ey, ich hasse es. Ich hasse Arx D-Syncs, ey. Ja, versteck dich hinter Mammut. Feige Sau. Ja, ja, ich brauch mal noch ein bisschen. Hoffentlich greift der andere meinen Frosch nicht an. Doch, macht er. Oh, fuck. Komm her, gesprungen. Komm. Ja, heiß. Komm, Schlapper. Wir gehen ein bisschen rüber hier. Und machen hier mal nochmal ein bisschen Zauber-Action. Ja, da blutest du jetzt wie ein Sau, hä? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ha, hast du davon, Arschgeige. Geht's dir? Gut. Das ist schön. Schön zu hören. Null. Null. Heilen wir ihn mal ein bisschen hoch. Take you higher.